Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. For the English speaking audience, this is a German video that talks about my demands to give easy access to guns to every German citizen. And if you want to know more about it, I put a timestamp down there for you for some English explanation. Okay, warum jetzt wieder ein Blabla-Video und keine selbstgebauten Waffen? Naja, weil es sein muss, es geht nicht anders. Der Krieg in der Ukraine hat die ganze Welt geschockt und wir müssen einsehen, 30 Jahre relativen Friedens sind vorbei. Natürlich hoffen wir immer noch, dass die tapferen Ukrainer gewinnen werden und die Russen aus ihrem Land werfen. Und ich wünsche Präsident Volodymyr Zelensky und seinen tapferen Bürgern alles, alles Glück dabei. Und wir werden tun, was wir können, um sie zu unterstützen. Slava Ukraini! Aber wir müssen auch damit rechnen, dass das vielleicht nicht gelingt und dass die Russen diesen Krieg, in dem sie so überlegen sind, was Waffen, Menschen, Material betrifft, vielleicht gewinnen werden. Was passiert dann? Also derzeit kann ja wirklich niemand sagen, was der in meinen Augen wahnsinnig gewordene Herr Putin als nächstes vorhat. Das wissen wir einfach nicht. Aber eines wissen wir. Von dem äußersten Zipfel der Ukraine aus bis nach Berlin sind es gerade mal 700 Kilometer. Das entspricht ziemlich genau der Strecke von Berlin nach Lörrach. Also, das kann ein russischer Panzer in einem Tag zurücklegen. Ganz leicht. Ich finde das erschreckend. Eine russische Invasion ist möglich und die Bedrohung ist sehr real. So real, dass unsere Bundesregierung gerade eben eine 180-Grad-Kehrtwendung hingelegt hat und nun plötzlich über 100 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren will und der Ukraine Waffen liefert, was man vorher kategorisch ausgeschlossen hat. Beides ist absolut sinnvoll, denn wir dürfen die Ukrainer nicht alleine lassen mit dieser schrecklichen Bedrohung. Und deswegen ist es absolut richtig, dass wir ihnen Waffen liefern, reichlich davon und nur die besten. Ja, zweitens, die Regierung hat nun endlich eingesehen, dass man die Bundeswehr marode gespart hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das ist Fakt und selbst unsere Top-Generäle sagen ganz offen, die Bundeswehr ist nicht einsatzbereit. Ja, die Generäle sagen in der Tat, wir können mit dieser Bundeswehr, die Bundesrepublik Deutschland, nicht verteidigen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich unterstütze unsere Bundeswehr und ich glaube, dass wir großartige Soldaten haben. Das Einzige, was ich nicht glaube, ist, dass sie ausreichend ausgerüstet und ausreichend finanziert sind. Von daher, ich habe keinen Zweifel, das stimmt. Die Bundeswehr ist nicht einsatzbereit, sie kann uns nicht schützen. Das ist Fakt und wird von der Bundesregierung so bestätigt. Also von daher, 100 Milliarden Euro, jedes Jahr aufs Neue. So lange, bis das Ziel erreicht ist und dann entsprechend Aufrechterhaltung dieses Zustandes. Naja, das ist toll, aber es ist auch klar, das wird ewig brauchen, bis das Früchte trägt. Ja, man darf ja nicht vergessen, diese gewaltige Summe Geldes kann man ja nicht mit der Gießkanne einfach über die Bundeswehr ausstreuen und dann denken, dass das schon funktionieren wird. Nein, 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 natürlich nicht. Man muss erstmal sich genau darüber im Klaren werden, was will man eigentlich erreichen damit. Dann muss das budgetiert werden, bis ins Letzte. Dann müssen Ausschreibungen erfolgen, die müssen geprüft werden. Da sind ja auch Neuentwicklungen nötig. Denn man will ja Jetfighter und Korvetten bauen, aber die wachsen nicht auf Bäumen. Das muss alles sorgfältig geplant werden, das braucht viele Jahre zur Umsetzung. Und irgendwann, wenn es fertig ist, dann muss es auch ausgebildete Soldaten geben, die das Ganze bemannen und entsprechend auch betreiben können. Die sind ja nicht vorhanden im Moment. Vielleicht muss man die Wehrpflicht wieder einführen, das geht auch nicht so knallauffall. Also eins ist ganz klar, wenn ich sage, in 5 Jahren sind wir am Ziel und dann haben die dann 500 Milliarden Euro ihre Wirkung getan, das ist schon optimistisch gesehen. Meine Frage ist aber, was machen wir in den 5 Jahren bis dahin? Was? Also, im Moment ganz, ganz viele ehrliche deutsche Bürger wünschen sich jetzt eine Waffe. Und wir sehen das ja an den Bestellungen der Firma Gogun, deren Geschäftsführer ich bin. Wir verkaufen ja nur freie Waffen, in Anführungszeichen. Also Armbrüste etc. Die Nachfrage ist am 24.02. sprunghaft in die Höhe gestiegen. Auch schon vorher auf hohem Niveau, aber jetzt haben wir die dreifache Menge an Bestellungen. Aber das ist ja auch gut und wir freuen uns auch drüber. Gar keine Frage. Schönen Dank für die zusätzliche Nachfrage. Bloß, wollen wir denn jetzt ernsthaft mit Armbrüsten gegen professionelle russische Soldaten antreten? In Kevlar-Westen, ausgestattet mit modernstem Gerät, mit Sturmgewehren. Das ist Comedy. Das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Wir sind ja nicht mehr zu Robin Hoods Zeiten, oder? Nein, nein, nein. Also wenn wir wirklich wollen, dass die Zivilbevölkerung sich gegen solche Angriffe verteidigen kann,
Und im Übrigen auch gegen andere Angriffe, die wahrscheinlich sind in dem Augenblick, in dem unsere Schutzmacht zusammenbricht und hier plündernde Horden durch die Gegend ziehen. Das weiß man ja nicht. Im Krieg ist vieles möglich. Also von daher muss man ehrlich sagen, was man da braucht, ist eine vernünftige, moderne Schusswaffe. Moderne Schusswaffe mit hoher Kapazität, hoher Leistungsfähigkeit und natürlich dem erforderlichen Training. Und genau das ist das, was ich jetzt fordere. In diesen Zeiten muss jeder ehrbare und gut ausgebildete Bürger das Recht haben, eine scharfe, moderne Schusswaffe zu besitzen. Das ist starker Tobak. Das muss man erstmal sacken lassen. Mir ist bewusst, dass das eine Forderung ist, die mit allem bricht, was wir in den letzten 30 Jahren mit unserem Waffengesetz angestellt haben. Aber das war ein Waffengesetz, das zu Friedenszeiten gepasst hat. Jetzt haben wir eine Zeitenwende, sagt auch der Bundeskanzler. Und deswegen legt er außenpolitisch eine Kehrtwende hin. Wir brauchen die gleiche Kehrtwende, aber auch innenpolitisch. Ist völlig klar. Europa befindet sich im Krieg und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Das ist völlig klar. Und das müssen wir berücksichtigen und die Dinge auch innenpolitisch ändern. Die Ukraine zieht jetzt jeden Mann zwischen 18 und 60 zum Militärdienst ein und gibt ihm eine Waffe, wenn denn eine vorhanden ist. Das ist ganz klar und oft sind diese Waffen ja auch aus Deutschland jetzt finanziert und ich nehme an, wir werden auch Sturmgewehre für diesen Zweck liefern. Also wir geben den Ukrainern jetzt richtigerweise scharfe Waffen, damit sie sich gegen die Russen verteidigen können. Und den Deutschen nehmen wir sogar die Schreckschusswaffen weg. Also komm, das irgendwo hört es doch auf, oder? Das ist passiert alles ein paar hundert Kilometer entfernt von uns. Mehr nicht. Ja, muss denn jetzt das Waffengesetz geändert werden? Ist das meine Forderung? Nein, überhaupt nicht. Unser Waffengesetz reicht völlig aus. Wir müssen es jetzt nur anders auslegen, und zwar durch die Behörden. Schauen wir mal ins Waffengesetz dazu. Also da ist ganz klar, ein Bürger, der eine Waffe möchte, der braucht dazu eine Erlaubnis, eine Waffenbesitzkarte. Dazu muss er zuverlässig sein. Also was nicht nur bedeutet, keine Vorstrafen, bitte, sondern es gibt auch eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz. Also das sind keine Reichsbürger, sondern verfassungstreue, gesetzestreue Bürger. Nur die können eine Waffe bekommen. Ja? Und die müssen auch sachkundig sein. Das heißt also, das macht ja auch das macht Sinn. Ich meine, wir wollen ja niemandem eine Waffe geben, der nicht weiß, wie man damit umgeht. Also so eine Art Waffenführerschein müssen die Leute dazu machen. Das ist auch gut und richtig so. Es gibt überhaupt keinen Grund, das ändern zu wollen. Nein, es ist die dritte Hürde, die man überspringen muss, wenn man in Deutschland eine scharfe Waffe möchte, die wir ändern, die wir anfassen müssen. Das ist das Bedürfnis. Das Gesetz kennt jetzt ziemlich viele Bedürfnisarten und die können alle anerkannt werden. Also Sportschützen, Jäger und Sammler, die haben so ein Bedürfnis und über 1 Million Bürger in Deutschland haben das auch so hinbekommen und haben deswegen das Recht erhalten, eine Waffe zu besitzen. Aber das Waffengesetz geht darüber hinaus, denn es gesteht auch sogenannten gefährdeten Personen ein Bedürfnis zu. In Friedenszeiten liegt die Hürde für so eine Gefährdung naturgemäß ziemlich hoch, weil es ist natürlich eine Abwägung zwischen der inneren Sicherheit, die tendenziell zumindest schlechter wird, je mehr Waffen im Umlauf sind, und dem berechtigten Wunsch einer gefährdeten Person, sich mit einer Waffe schützen zu wollen. Und bisher hat man eben gesagt, die innere Sicherheit überwiegt hier. Niemand ist jetzt so gefährdet, dass er jetzt unbedingt eine Waffe braucht. Vielleicht ist er ein bisschen gefährdet, aber trotzdem, da überwiegen die Belange der inneren Sicherheit. Das ist für Friedenszeiten vielleicht auch richtig, aber nicht im Krieg. Nicht mehr im Krieg, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir keine Bundeswehr haben, die uns schützen kann. Dann müssen wir alle, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne der über 80 Millionen Deutschen, muss als gefährdete Person anerkannt werden. Sonst würden ja die Bundesregierung nicht diese 100 Milliarden jedes Jahr in die Bundeswehr investieren müssen, um da wieder eine Situation herzustellen, bei der wir uns geschützt fühlen können. Ja, also das ist alles, was erforderlich wäre. Eine einzige Änderung in der Verwaltungsrichtlinie zum Waffengesetz, der Waff-VWV, wie sie heißt, mit einer Erklärung, dass als Bedürfnis im Augenblick in diesen Zeiten des Krieges es völlig ausreicht, wenn jemand sagt, ich möchte mich persönlich und meine Familie schützen mit einer Waffe. Ja? Wenn dieses Bedürfnis anerkannt wird, dann ist alles gemacht. Das kann innerhalb von wenigen Tagen erfolgen, da braucht es keine Parlamentsentscheidung dafür. Das kann das Kabinett einfach auf die Reise bringen und ich fordere, dass genau das geschehen muss. Ja, dann sagen natürlich jetzt wieder ganz viele Leute, ach, das ist doch alles Quatsch. Wenn Russland Deutschland angreift, dann haben wir den Dritten Weltkrieg und der wird mit Atomwaffen ausgeführt. Wir gehen dann eh alle im atomaren Rauch auf und da nützen uns Waffen auch nichts. Aber das Argument lasse ich nicht gelten. Nein, das kann ich nicht gelten lassen. Warum nicht? Naja, also die Bundesregierung glaubt ja auch nicht an einen Atomkrieg. Ganz ehrlich, denn
die 100 Milliarden, wir müssen mal schauen, wie denn die Regierung vorhat, diese 100 Milliarden auszugeben. Wenn man jetzt denken würde, es gibt einen Atomkrieg, dann müsste man ausschließlich in Bunkeranlagen investieren, dann müsste man ausschließlich in Abfangsysteme für Atomwaffen investieren. Das wären die richtigen Investitionen, wenn man an einen Atomkrieg glaubt. Aber das ist ja nicht das, was geschehen soll. Nein, nein, es soll Korvetten gebaut werden, es soll einen neuen Jetfighter geben, den wir vermutlich von den Franzosen kaufen. Es soll die Truppenzahl soll erhöht werden, es soll mehr Munition und gekauft werden und die alte marode Munition, die noch irgendwo rumliegt, die soll durch neuere, frische ersetzt werden. Das sind alles Dinge, die einem bei einem Atomkrieg überhaupt nichts nützen. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, in einem Atomkrieg, ob ich da nun alten oder neuen Panzer stehen habe, das nützt mir gar nichts, oder? Es ist ganz klar, die Bundesregierung rechnet mit einem konventionellen Krieg, und zwar einen Angriffskrieg durchgeführt von Russland. Ja, und natürlich wird dieser Angriff nicht unmittelbar erfolgen. Die Russen müssen sich ja jetzt erstmal mit den Ukrainern rumschlagen. Und ich hoffe immer noch, Slava Ukraini, dass dieser Krieg verloren wird und dass die Ukrainer siegen werden. Aber irgendwann wird auch das vorbei sein. Es bleibt uns also noch Zeit. Jetzt schauen wir mal auf die Ukraine. Die Ukraine hatte also nach eigenem Bekunden bis jetzt 25.000 Sturmgewehre und ungefähr 1 Million Schuss Munition an Zivilisten ausgegeben. Und das finde ich toll. Aber man stellt sich mal vor, die hätten vor 2 Jahren damit angefangen. Dann hätten sie jetzt möglicherweise 10 Millionen Sturmgewehre in der Hand von vielleicht damit Ausgebildeten. Und die hätten dazu natürlich dann auch jeder 40 Schuss Munition, 400 Millionen Schuss Munition. Also ich glaube, die Russen unter diesen Voraussetzungen wären die wahrscheinlich gar nicht einmarschiert. Denn wie will man das gewinnen? Das sind eigentlich Schweizer Verhältnisse, die ich fordere. Ich glaube, dass wir in Deutschland Schweizer Verhältnisse brauchen. Wir brauchen so viele Waffen in den Händen von gesetzestreuen, patriotischen Deutschen, dass niemand sich mehr traut, uns mit einer konventionellen Armee auf den Leib zu rücken. Ja, nun, es ist natürlich klar, das ist ein bürokratischer Vorgang und wenn jetzt auf einmal Millionen von Deutschen eine Schusswaffe beantragen, dann wird das natürlich auch ein ganz schöner Behördenakt. Aber da ist man jetzt so weit gar nicht von entfernt. Ja, wir haben ja 750.000 Personen, die einen kleinen Waffenschein haben für eine Schreckschusswaffe. Ja, die sind geprüft zuverlässig. Die haben ja die volle Zuverlässigkeitsprüfung inklusive Verfassungsschutz ja hinter sich gebracht. Diese Leute bräuchte man nur noch durch einen Sachkundelehrgang zu führen und schon könnte man ihnen erlauben, sich anstelle der Piff-Paff-Schreckschusswaffe eine scharfe Waffe zu besorgen. Das ging sehr schnell. Außerdem haben wir Ex-Soldaten, die den Wehrdienst abgeleistet haben, die an der Waffe ausgebildet worden sind. Die muss man dann nur durch die Zuverlässigkeitsprüfung brillen. Ex-Polizisten zählen auch dazu. Wir haben auch viele, viele, viele Schützen, die also mit dem Luftgewehr schießen etc., die schon vom Schießen viel verstehen, die man schnell ausbilden kann und denen man, wenn sie das dann wollen, auch schnell eine scharfe Waffe in die Hand geben kann. Tolle Forderung, die der Sprave da hat, ne? Nach 3 Jahrzehnten Friede, Freude, Eierkuchen und so wenig wie möglich Waffen ins Volk, auf einmal eine Bewaffnung der Zivilbevölkerung. Naja, aber es ist ja nicht meine Schuld, dass unsere Bundeswehr nicht in dem Zustand ist, in dem sie jetzt sein müsste. Und ich glaube, es ist einfach das Recht eines jeden Bürgers zu sagen, bis ihr die Bundeswehr wieder auf Vordermann gebracht habt, da nehme ich für mich in Anspruch, meine Familie selbst zu schützen. Also, lieber Herr Scholz, ich appelliere an Sie. Vollziehen Sie diese Kehrtwende, die Sie außenpolitisch hingelegt haben, nun auch innenpolitisch. Ja, lassen Sie nicht zu, dass Ihre Bürger und Bürgerinnen in diesen Zeiten wehrlos sind, schutzlos sind. Öffnen Sie das Recht auf Waffenbesitz in diesen schwierigen Zeiten für ehrbare Bürger. Ja, im Grunde, ich muss nochmal sagen, Sie sehen ja die Bedrohung, sonst würden Sie ja wohl kaum 5-mal mehr Geld pro Jahr für die Bundeswehr ausgeben wollen, als für das gesamte Bildungssystem, also für Schulen, Universitäten, Lehrpersonen, alles. Das kostet 20 Milliarden. Aber die Bundeswehr kriegt jetzt 100 Milliarden. Also das zeigt doch, dass Sie diese Bedrohung ernst nehmen. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn Sie der Meinung sind, dass jemand, der eine registrierte Waffe besitzt, dessen Zuverlässigkeit und Verfassungstreue geprüft worden ist, der ausgebildet worden ist mit dieser Waffe und sie sicher aufbewahrt. Das alles ist gegeben. Wenn Sie glauben, dass das eine größere Gefahr für unsere innere Sicherheit ist, als der russische Angriff, ja, für den Sie jetzt 100 Milliarden Euro jedes Jahr ausgeben wollen, 5-mal mehr, als Sie jedes Jahr für unser gesamtes Bildungswesen ausgeben, für alle Schulen, Universitäten, Lehrer etc., alles zusammen, ja, wenn Sie das glauben, dann müssen Sie weiterhin sagen, Deutsche, ihr bekommt keine Waffen, obwohl unsere Bundeswehr im Augenblick nicht einsatzfähig ist. Jetzt sagen wieder viele, der ist ja eigennützig und will den Leuten nur Waffen verticken. Das ist nicht so. Also die Firma Gogun, deren Geschäftsführer ich bin, verkauft keine
WBK-pflichtigen Waffen. Wir würden uns also eher ins eigene Fleisch schneiden, weil wer sich eine scharfe Waffe kaufen kann, warum soll er sich noch eine Armbrust kaufen? Ja. Also jedenfalls nicht zu Verteidigungszwecken. Und außerdem, ich selbst bin gut bewaffnet. Ich habe insgesamt 35 Waffen auf meinen insgesamt 5 WBKs. Und außerdem habe ich eine Waffenhandelserlaubnis. Also bei mir herrscht kein Mangel daran. Ich brauche keine neue Waffe, um mich zu verteidigen. Ich könnte das mit dem Arsenal, das ich habe, ganz gut. Aber viele meiner Mitbürger haben keine Waffe zu Hause, wünschen sich eine und können sie nur deshalb nicht kaufen, weil das Waffengesetz immer noch auf Frieden gepolt ist. Aber stattdessen sind ja deutsche Politiker immer noch ganz anders drauf. Ja? Die wollen ja jetzt sogar die Schreckschusswaffen erlaubnispflichtig machen. Ja, in der Tat, also selbst wenn ich sie nur zu Hause habe und nicht mit mir tragen will, wenn ich sie nur als Heimverteidigungswaffe liegen habe, so ein nutzloses Ding, was im Prinzip nur Platzpatronen verschießen kann, ja, schon da will man also jetzt hergehen, die Innenministerkonferenz hatte also gesagt, wir wollen unbedingt das erlaubnispflichtig machen und die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag das auch genau so aufgegriffen, ja, man fordert also den Waffenschein, die Waffenscheinpflicht auch für den Erwerb von Schreckschusswaffen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Ukrainer, scharfe Sturmgewehre, Deutsche, noch nicht einmal mehr Schreckschusswaffen. Das passt doch nicht, oder? Ja, und wie gesagt, dazu gibt es ja einen streng geheimen Bericht, wo die Behörden sich nach wie vor weigern, den zu veröffentlichen, in dem steht, wie genau das denn jetzt passieren soll mit dieser ganzen Scheinpflicht für die Schreckschusswaffen. Und der VDB, dessen Fördermitglied ich bin, der hat sich hier stark gemacht und hat also Einsicht in diesen Bericht verlangt. Das wurde verwehrt mit einer Vielzahl von völlig idiotischen Argumenten. Und ich muss ehrlich sagen, der VDB macht das richtig. Denn die haben nichts weniger getan, als die Bundesrepublik Deutschland verklagt auf Einsicht in diesen Bericht. Auf Transparenz verklagt, um die Rechte nach dem Informationsfreiheitsgesetz geltend zu machen. Finde ich super. Ich finde auch die Klageschrift, ich habe es mir durchgelesen, absolut goldrichtig. Fantastisch. Und wir werden sehen, was da passiert. Ich finde, das ist einmalig. Hier haben wir also einen Lobbyverband, der sich für die Waffenbesitzer stark macht und gleichzeitig nicht davor zurückschreckt, Klage einzureichen. Der VDB ist damit endgültig zur absolut legitimen Interessensvertretung für alle Waffenbesitzer geworden. Muss ich klar sagen, die letzte Waffengesetzverschärfung hat der VDB komplett verhindert. Zum Beispiel durch eine Briefaktion mit über 20.000 Briefen an die Regierung. Und selbst der Spiegel musste das einräumen, fanden sie natürlich nicht besonders toll, aber sie mussten einräumen, dass der VDB sich durchgesetzt hat und die Politiker zurückgeschreckt sind vor der eigentlich schon beschlossenen Verschärfung des Waffengesetzes. Das ist einmalig. Man sieht, wenn wir Waffenbesitzer zusammenhalten, dann ändern wir auch was. Dann haben wir Macht. Also deswegen, ich appelliere an euch, auch wenn euch Gaspistolen egal sind, ja, auch dann, lasst uns zusammenhalten, lasst uns alle in den VDB eintreten, die 36 Euro Jahresbeitrag bezahlen, damit der VDB die Finanzen hat, um für uns zu kämpfen, adäquat zu kämpfen. Denn das machen die. Wie man sieht, das ist kein reines Blabla. Hier geht's echt ans Eingemachte. Und deswegen glaube ich, wir sind endlich auf dem Weg, mit der ständigen, zunehmenden Drangsalierung der Waffenbesitzer in Deutschland Schluss zu machen. Ich empfehle euch mindestens in die Facebook-Gruppe Faires Waffenrecht einzutreten, auch wenn ihr die 36 Euro denn nun wirklich nicht flüssig machen könnt. Denn das ist dann so eine Art kleine Mitgliedschaft. Da werdet ihr dann regelmäßig informiert über die Fortschritte der Klage etc. Und zumindest diese Gruppe lege ich euch ans Herz. Ich habe sie unten verlinkt. Bitte tretet ein. Aber eigentlich, kommt, 36 Euro, das könnt ihr euch leisten, oder? Für unsere Sache. Ja, das war jetzt mein kleiner Vortrag zum Thema Schusswaffen für alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn das war's für heute. Meine Wünsche und Hoffnungen sind bei unseren Freunden in der Ukraine. Slava Ukraini. Okay, as promised, a little bit of an explanation for those that cannot understand German. Yeah, well, as you know, in Germany the gun laws are quite tight. It's actually not possible to get a gun except if you like a sportsman or a hunter or a collector. But an average citizen cannot get a modern gun. And that is probably okay in times of peace, even though I struggle even with that. But now, we have a raging war in Ukraine, and Ukraine is just 700 kilometers, like 500 miles, away from Berlin, our capital. So Russian tanks can be in Germany within a few hours. And our generals have just officially stated that our military, the Bundeswehr, is in no condition to defend Germany. They say they're in shambles, they have been saved to death. And it will take a long time and a lot of money to bring it back to full power.
which our politicians have now decided that that will happen. They have decided to pump the unimaginable sum of 100 billion euros, like $120 billion, into the military per year, every year. And this, of course, is a huge sum. That's like 13% of the amount of taxes that Germany reaps in. And that's about five times as much as schools, universities, everything that is free in Germany, right? All these costs, like all tuitions, all everything, is just paid. But we are investing five times more into the military. But of course, it will take at least 5 years until this comes to fruition. Because you can't just pour this money over the soldiers and then expect that you get a better army. Motivation will definitely increase, but equipment won't. So it will take a long time until the Bundeswehr is in shape again. What happens until that time? With the terrible threat of the Russians invading Germany, now that they know that our Bundeswehr is not in shape, right? I mean, it's like officially inviting them to come and storm Germany. I think that now is the time where our gun laws have to change, where every German, every upright, law-abiding German who undergoes basic gun training should be given a gun, should be allowed to buy a gun. I think that is absolutely necessary now. And I hope that this will change. I think that, you know, we have turned around and decided that we need to invest money into the military, serious amounts of money. Now we also have to do this with our civilians. And only then will Germany be prepared halfway for a possible Russian invasion. Otherwise, we will share the brutal faith of the Ukrainian people, and my heart is with them. I completely support them, and I absolutely admire their braveness. But I would much rather not have the Russians storming in Germany, and if they come, they have to meet serious resistance. Well, I hope you understand. That's it for today. Thanks, and bye-bye.